Was komponiert, hat man viele Ideen im Kopf und man muss halt versuchen, die Idee festzuhalten und sich entscheiden, was mache ich. Also das ist eigentlich ein Grundprinzip. Ne? Also so, es ist ja selten so, dass man, wenn man ein Stück komponiert, dass man von Anfang bis zum Schluss was aufschreibt oder was spielt, sondern man hat eine Idee, man hat ein Fragment, an dem man dann arbeitet. Also man und zwar nach vorne und nach hinten quasi. Idealerweise ist es natürlich so Musik zu machen, dass quasi, dass man in der Verfassung ist, in der man eben gerade ein Stück entwickelt. Dass man in der Verfassung auf die Bühne geht und Sachen vorspielt oder einfach spielt, ja, mit Leuten zusammen. Man hat eine Idee und man schaut, was passiert, beziehungsweise was kann man anregen mit. Also wie kann man die Idee vermitteln? Auch wenn sie noch nicht perfekt ist. Ja. Die andere Art, zu spielen oder Musik zu machen im Jazzbereich, ist das, dass man eben bekannte Stücke spielt, Standards in verschiedenen Besetzungen und so. Und da habe ich auch verschiedene Projekte. Also ich habe ein Duo mit zwei Gitarren. Also mir und noch ein ehemaliger Schüler von mir spielt bei Duo Secco. Und da spielen wir dann ganz bekannte Jazznummern, sogenannte Standards, mit natürlich speziellen Arrangements für zwei Gitarren. Also einen ähnlichen Musikstil mache ich dann auch in größeren Besetzungen, also Quartett oder Quintett, je nachdem. Was ich eigentlich ungern mache, sind im Prinzip so Collagen, also so ganz collagenmäßige Musik, also wo ein so eine kurze Episode der anderen folgt, also einfach gegenübergestellt wird, sondern es ist eigentlich immer, also ich mache lieber so Geschichten zu Verschmelzungsgeschichten, dass man innerhalb von einem Stück eben sich herausentwickelt. Also so, und da ist natürlich so die Verbindung zum Beispiel zur Techno-Musik schon eine gute Geschichte, weil man da halt mit Maschinen oder mit Computersounds eben halt also viel unauffälliger beispielsweise produzieren kann, dass man einen Rhythmus oder eine Sequenz halt ganz allmählich verändert und zu einer anderen macht. Das ist so erstmal das Gefühl, man ist in einem Stück drin, das hat einen bestimmten Rhythmus, das hat einen Groove und dann verliert man sich in dem Stück und merkt gar nicht, dass beispielsweise sich das Stück langsam umbaut quasi. Also die ganzen Rudiments, also das, was außen herum, um einen Rhythmus herum gespielt wird, plötzlich eine Bedeutung bekommt, also eine größere Bedeutung kommt zum Beispiel und dann irgendwann aus diesen Rudiments ein neuer, quasi, wenn man es einfach ausdrückt, ein neuer Groove gebildet wird. Ja, aber der nicht jetzt sozusagen in einem Moment entsteht, sondern allmählich. Also so, dass man es kaum merkt. Ja. So, das ist eigentlich so so der Versuch der Beschreibung. Ne. Das Projekt Conjoint mit Karl Berger und David Mufang und Jamie Hodges
da ist es auch so, dass man auf die Bühne geht und keine fertigen Stücke eigentlich mitbringt, sondern jeder hat einen Fundus von Ideen und man schaut, wie man die zusammen präsentiert. Beispielsweise, wenn man jetzt das klassische Solo anschaut, dann fängt mit einer geringen Dynamik an, geht auf den Höhepunkt und geht dann zum Beispiel ins Thema über. Ne? Also das ist so dieses Climax-Geschichte vom Solo. Wir schaffen so natürlich schon Höhepunkte, aber kleine Höhepunkte, dann fällt die ganze Geschichte wieder. Also es ist irgendwie so ein Auf und Ab. Und es gibt dann halt immer noch so eine Metaebene, die, wenn man es so zum Beispiel so darstellt, es geht immer nur rauf und runter, oder dann könnte man denken, ja, das ist ja unheimlich langweilig, ja. Wäre es auch, wenn nicht gleichzeitig halt auch noch eine andere Dynamik drunter bzw. auch drüber liegt. Also wie ich es vorhin dargestellt habe, die dann den Groove allmählich verändert. Und oft ist es so, dass man den Moment, wo das Ganze kippt, eigentlich gar nicht so wahrnimmt. Also das ist das, was du vorhin gemeint hast, mit, dass eine Überraschung kommt. Ja? Also eher die Überraschung, man merkt es erst hinterher, dass man eigentlich jetzt wo ganz anders ist. Ja? Also man stellt nicht sozusagen, also wie man zum Beispiel bei Jazz-Themen ja ganz oft sieht, dass dann kommen dann so überraschende Wendungen, beispielsweise harmonische Wendungen oder melodische Wendungen. Also so ist es nicht gemeint. Es ist eher so, dass es, du kommst wo rein und ja, da war ich ja vorher gar nicht. Und man merkt erst plötzlich so, also dass sich das Ganze ja verändert hat. Ich meine, das geht, funktioniert natürlich nur dann, wenn man sich als Zuhörer auf die Musik auch einlässt. Also auch meine Stücke, die, wo ich Themen geschrieben habe, das sind eigentlich immer solche Themen, die eigentlich, gut, das hätte man vielleicht auch noch sagen müssen, die eigentlich nie als so technisch wirken, sondern das sind eigentlich immer so kleine Melodien, also so fast so in Richtung Kindermelodien, ja, aber halt so mit ein bisschen ist schwer zu beschreiben, aber halt als Bogen. Ist immer ein melodischer Bogen da, also bei allen Stücken eigentlich. Also zum Beispiel gibt es eins, das geht da 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 da, weißt du, das sind einfach so zum Beispiel Themen, die in sich einen Bogen haben, aber halt so ein bisschen verquert einfach, ne? Also so zu dem, und ich harmonisiere es ja auch gar nicht, also ich spiele gar keine zum Beispiel Harmonien drunter oder so, ne? So, oder selten jedenfalls. Also wenn du ein Buch schreibst, fängst du auch nicht unbedingt vorne an, ne? Also so mit der sondern du hast so ein Grundkonzept und dann guckst du, ja, wie kann ich das alles zusammenbringen. So ist es bei der Musik eigentlich auch. Ne? Und es ist halt toll, wenn man es dann so hinkriegt, dass man diesen Prozess auf die Bühne bringt. Also dass man das da versucht darzustellen und dass man daraus Musik, also selbst Musik macht. So, das ist eigentlich so der Punkt.